Die wichtigste Herausforderung aus meiner Sicht ist die Vernetzung der Daten, sprich Internet der Dinge bedeutet auch, die Daten müssen zusammengeführt werden, um sie sinnvoll ausnutzen zu können. Das ist im Prinzip der wesentliche Faktor. Industrie 4.0 ist nur möglich durch entsprechende Vernetzung und die Nutzung der Daten, die ich erzeuge bzw. die ich generiere im Shopfloor, also in der Fertigung und die ich dann im Laufe der gesamten Prozesskette auch weiterverwerten will. Bei der Vernetzung sollten die Unternehmen vor allem darauf achten, dass ihre Daten miteinander sprechen können. Das heißt, dass die Daten auch von einem System zum anderen verstanden werden. Das macht man am geschicktesten natürlich, indem man in einem System arbeitet oder in sehr integrativ vernetzten Systemen bereits arbeitet. Das ermöglicht einfach, dass man einen schnellen Zugriff hat, dass auch die Analyse der Daten entsprechend schnell, wirkvoll möglich ist. Und die Daten sind nur so gut wie die Schlüsse, die man daraus zieht. Ja, in den nächsten Jahren als Blick in die Zukunft sehe ich vor allem zwei Dinge, die wichtig sind. Erstmal die Überlegung, welche Daten will ich erfassen? Wie gehören diese Daten zusammen? Das ist eine Aufgabe, die jedes Unternehmen selbst lösen muss, weil jedes Unternehmen kennt seine Prozesse selber am besten. Und neben diesen Daten, die ich erhebe, natürlich auch dann die Implementierung der entsprechenden Datenerfassungsgeräte, der Sensorik und die Vernetzung dieser Sensorik. Diese ist mittlerweile so kostengünstig geworden, dass man daraus auch im Vergleich zu früher sehr einfach, sehr schnell und sehr billig Daten erzeugen kann und diese auch über wiederum kostengünstige Speicher und kostengünstige Rechenleistung hervorragend auswerten kann.